Software ist gestartet, unsere Geofennel Survey Software. Und als erstes legen wir ein neues Projekt an. Das läuft hier unter dem Namen A44 in Baunatal. Um die Projektion müssen wir uns weiter nicht kümmern, auch wenn die hier im Speicher drin sind. Weil wir bekommen die Transformation über SAPOS geliefert. So, wir melden uns jetzt an und sehen, dass wir im UTM 32 sind mit einer Höhe von 190 Metern. Jetzt gehen wir einfach auf die Topo-Vermessung unter Vermessen und starten unsere Punktaufnahme. Ich kann hier unten über eine Schnellauswahl der Codierung, die ich im Hauptfeld erstellen kann, meine Schnellcode-Liste erweitern. Und wir nehmen jetzt zum Beispiel hier den Gehweg mit dazu, damit ich den Punkt einmal entweder über den blauen Punkt speichern kann oder unter unsere Schnellcodierung mit Gehweg. Wir nehmen den Punkt jetzt mal auf. Wir machen eine Mittelrechnung aus 5 Punkten. Das war der erste Punkt. Und wir gehen jetzt weiter zum zweiten. So, und auch diesen Punkt kann ich über meine Schnellauswahl aufnehmen. Die Hintergrundkarte kann ich beliebig verändern über Layer. Ich kann mir das Satellitenbild dazu einschalten. Dann sehe ich über die Open Source Karte, wo ich gerade reell stehe. Bevorzuge aber wegen der Übersicht diese Anzeige. Und zusätzlich kann ich, wenn ich das möchte, mir auch noch die Codes anzeigen lassen. Jetzt nehmen wir mal einen weiteren Punkt auf. Meine so aufgenommenen Daten kann ich jederzeit jetzt über Projekt und Exportergebnisse als DXF, KML, RAW, HTML oder Shape-Datei auslesen. Hier fragt er mich, was ich sehen möchte. Die Höhen brauchen wir als Layer natürlich auch. Hier zeigt er mir den Speicherort an und kann dieses gleich per E-Mail an den Empfänger schicken. Ich trage jetzt mich dazu ein. Okay, Betreff DXF. Und schon habe ich meine Aufnahme ohne Komplikationen ins Büro geschickt. Das soweit zu der Punktaufnahme. Ich kann diese Punkte auch gleich als CSV verschicken. Ich habe verschiedene Auswahlmöglichkeiten, kann auch weiterhin meine eigene Variante, wie die Punkte übermittelt werden sollen, zusammenstellen. Hier über Elemente seht ihr dann hier nochmal meine aufgenommenen Punkte mit den Koordinaten, mit der Höhe, mit der geodätischen Koordinate und mit der Codierung.